Hallo meine Freunde und willkommen zu meiner nächsten Sprechstunde. Heute geht es für mich um ein durchaus schönes, aber auch sehr emotionales Thema tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn auch nur wegen dem Anfang, denn heute dreht es sich um das wundervolle Thema Golden Sun. Golden Sun, ein Spiel für den Game Boy Advance bzw. für den Nintendo DS, erschienen in drei Teilen. Wir reden über alle drei Teile. Ja, wir werden auch über Teil 3 reden, meine Freunde, aber dazu erst später. Golden Sun, ja, wie hat es denn überhaupt mit Golden Sun bei mir angefangen? Es ist ja mit Abstand eine meiner absoluten Lieblingsvideospielreihen, das wisst ihr von mir. Ich liebe Golden Sun. Ich gebe zu, es ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Es ist nicht ein Spiel für jedermann, weil es durchaus sehr, 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 sehr storylastig ist. Aber man weiß es ja von mir, ich liebe zum Beispiel Final Fantasy, ich liebe die Geschichten, ich liebe es, wenn schöne Geschichten erzählt wird, und Golden Sun ist da natürlich vorne mit dabei. Und über die Videospielmusik, oh mein Gott, aber fangen wir doch einfach mal von vorne an. Wie ist das alles überhaupt entstanden? Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, ich habe das in einer Sprechstunde mal angemerkt, wie ich meinen Game Boy Advance bekommen habe. Ich bin mir relativ sicher, ich glaube, das habe ich bei der Harvest Moon Sprechstunde angemerkt, aber kurz, ich habe mit meinem Vater Schach gespielt, habe mit ihm ein paar Mal den Boden aufgewischt, indem ich einen relativ unfairen Zug benutzt habe, den er nicht kannte, und somit ihn relativ schnell schachmatt gesetzt habe, und über kurz oder lang habe ich dann mir sozusagen einen Game Boy Advance in Anführungszeichen eben erspielt. So. Ich hatte dann lange Zeit aber keine Spiele für den Game Boy Advance. Das heißt, ich habe die ganze Zeit meine Game Boy Color Spiele und so auf dem gespielt. Irgendwann rückte dann mal mein Geburtstag näher. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich war. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Allerdings allzu alt werde ich da nicht gewesen sein. Es war relativ, denke ich mal, zum Release von Golden Sun. Ich glaube, Golden Sun kam 2002 raus, sage ich jetzt mal. Wenn es 2002 rauskam, dann werde ich 12 Jahre alt gewesen sein. Es war relativ zum Release. Golden Sun war da noch nicht so alt. Jedenfalls, mein Geburtstag rückte näher und mein über alles geliebter Opa, der mittlerweile leider schon lange nicht mehr unter uns weilt. Was heißt die schon lange nicht mehr? Das sind jetzt auch schon 13, 14 Jahre. Es werden dieses Jahr 14 Jahre, wo ich meinen Opa nicht mehr habe. Hat mich dann mal gepackt und hat zu mir dann gesagt: So, Helmut, dein Geburtstag steht ja bevor und ich weiß ja von deiner Mama, also es ist mein Opa mütterlicherseits, ich weiß ja von deiner Mama, du magst dieses, ich weiß nicht, wie nennt man das, dieses Gameboy oder wie das heißt. Das magst du ja so. Also sind wir halt in den Laden gegangen, das war der Ri 2, wenn ich mich nicht irre. Kennt irgendjemand diese Läden Reed und Reed 2? Ich war damals sehr verwirrt. Jedenfalls sind wir in Reed 2 reingegangen und da hat das so eine kleine Vitrine gehabt, wo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele so in der Vitrine waren und da konnte man also Gameboy-Spiele und so eine Scheiße halt kaufen, ne? Und das hatte mir mein Opa dann eben gesagt, komm, dann sind wir halt dann hingefahren. Ich hatte aber auch schon genau im Kopf, welches Spiel ich will. Ich hatte ganz genau im Kopf, welches Spiel ich haben will. Ich war nämlich schon öfter im Reed 2 drin. Ich habe mir da damals ganz gerne mal so Spiele gekauft. Weißt, im Sinne von Beyblades habe ich mir da damals gekauft. Yu-Gi-Oh! Karten. Da habe ich mir meine Yu-Gi-Oh! Karten gekauft und so. Und ich habe dann halt immer in die Vitrine reingeschaut. Und hab dann eben ein gewisses Spiel drin gesehen, das ich immer haben wollte. Lucky Luke Wanted. Ich glaube, das habe ich auch mal bei meiner Harvest Moon Sprechstunde angemerkt. Ich wollte auf jeden Fall, ich wollte immer Lucky Luke Wanted. Ich wollte es immer haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich glaube, ich fand das Cover irgendwie cool oder so. Aber ich wollte immer Lucky Luke Wanted. Und dann sind wir halt hingegangen und dann steht da Lucky Luke Wanted. Und ich denke mir so, Alter, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt ist es endlich soweit. Lucky Luke Wanted, du gehörst mir. Was ist das? Und dann sehe ich auf einmal neben Lucky Luke ein
anderes Spiel mit einem unbeschreiblich schönen Cover. Dem wahrscheinlich schönsten Cover, das es für den Game Boy Advance gab. Nämlich Golden Sun. Und ich stehe dann so da, oh mein Gott, sieht das gut aus. Wie nennt sich das? Golden Sun. Mein Englisch war sehr gut. Golden Sun. Golden Sun. Okay. Oh, das sieht gut aus. Das will ich haben, Opa. Und, ich habe mich dann kurzerhand relativ spontan gegen Lucky Luke Wanted entschieden, obwohl ich das die ganze Zeit haben wollte. Und ich habe mich sofort in Golden Sun verliebt, wo ich nur dieses Cover gesehen habe. Ich wollte es sofort haben. Also habe ich von meinem Opa tatsächlich Golden Sun bekommen. Und das war für mich natürlich der Start in dieses wundervolle Universum von Golden Sun. Ich habe es dann mal angefangen, daheim dann eben zu spielen und habe schon von Anfang an gemerkt, uff, da ist voll viel, viel Story. Da ist relativ viel. Es war bis dato das Spiel mit der meisten Story. Es ist wahrscheinlich bis heute das Spiel mit der meisten Story. Golden Sun hat so eine krasse Story. Sie ist so lang. Es wird so viel erzählt. Können wir da mal bitte darüber reden, wie man es geschafft hat, Golden Sun als Game Boy Advance Spiel rauszubringen? Das hat einfach mal den Umfang von so manchen PlayStation 1 oder 2 Spielen. Es ist, was zum Fick haben die da gemacht? Es ist unglaublich, was man bei Golden Sun gemacht hat. Aber eins nach dem anderen. Ich habe dann Golden Sun eben eingelegt, habe es gespielt und habe gemerkt, oha, viel Story. Hab aber auch gleichzeitig gemerkt, oha, wie schön kann ein Spiel denn bitte aussehen? Und als das Spiel immer weiter ging, habe ich immer weiter dann gemerkt, Alter, was für eine gute Musik kann ein Game Boy Advance Spiel bitte haben? Golden Sun gehört wahrscheinlich zu den Game Boy Advance Spielen mit der besten Story, der besten Grafik, der besten Musik, den besten Charakteren, dem besten Kampfsystem, alles daran ist einfach das Beste. Ich habe es dann relativ weit gespielt und habe mich volle Kanne in dieses Spiel verliebt. Ich habe es wirklich geliebt und habe es sehr, sehr intensiv gespielt. Ich habe alle Djinns gesucht, ich habe alles versucht. Bis ich dann segelt ja mal übers Meer. Über das Meer können wir dann übrigens auch noch ganz kurz reden. Da gibt es nämlich einen klitzekleinen Trick. Es gibt bei dem Meer einen klitzekleinen Trick, den viele tatsächlich nicht kennen. Aber da komme ich gleich noch dazu. Bin übers Meer und dann ist der Kolossus, heißt es, glaube ich. Da ist er so ein Kampf. Kolosseum. Und der Leiter sozusagen, der Chef, ist weg. Barbie. So, Lord Barbie ist weg. Jetzt sind wir also auf die Suche nach Lord Barbie gegangen und dann gerät man in eine Höhle. So, und jetzt muss man ja die ganze Zeit Lord Barbie suchen. Und wenn man ihn gefunden hat, dann geht's ja mit der Story weiter. So. Ich bin in diese Höhle rein. Und das Problem ist, ich habe diese Höhle komplett durchgespielt. Alles fertig gemacht. Das Problem ist, ich habe Barbie nicht gefunden. Ich hatte diesen mystischen Trank, den man braucht, um Barbie zu retten. Ich habe Barbie an sich aber nicht gefunden. Wie habe ich Barbie an sich nicht gefunden? Und Leute, die wissen, die zum Beispiel meine Sprechstunde über Final Fantasy gehört haben, die werden sich jetzt wieder wundervoll an den Kopf langen, denn es ist so eine ähnliche Geschichte wie damals mit dem Sphärobrett. Sie ist ungefähr genauso fremdschämend, sage ich jetzt einmal, wo man sich dann nur noch denkt, oh Junge, das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Wie bist du nur auf diese Idee gekommen? Lasst mich ausholen. Man geht in diese Höhle rein auf der Suche nach Barbie. Man durchquert sie und irgendwann findet man einen weißen Umriss, der mitten im Weg eben ist, ne? So,
An diesem weißen Umriss könnt ihr auch vorbeigehen, das funktioniert. So, ganz normaler, ein weißer Umriss. Wenn man sich das genauer anschaut, dann merkt man, dass das eine Person ist, die da liegt. Dass das ein Umriss von einem Menschen ist, von einer Person. Ja, ich habe diesen Umriss gesehen und denke mir so, warum wird jetzt auf einmal, das wurde bis jetzt auch nicht, warum wird jetzt auf einmal mitten in der Höhle eine Karte angezeigt? Ich hielt das für den Umriss von der Höhle. Für eine Karte, die ich nicht lesen konnte. Und sie deswegen gar nicht erst angesprochen habe und auch nicht mit ihr interagiert habe. Das ist der Grund, warum ich bei Golden Sun nicht weitergekommen bin. Es ist fürchterlich. Ich habe nicht gesagt, dass es gut ist. Es ist absolut fürchterlich, aber leider viel zu wahr. Und ich bin dann nicht weitergekommen. Und zwar wirklich lange. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich da gehangen bin. Lange, sehr lange. Ich habe das Spiel nur schon ewig gehabt und ich bin dann nie weitergekommen. Und ich bin dann nie weitergekommen. Das Problem ist, damals gab es ja sowas wie Internet dann noch nicht und ich konnte da nicht nachschauen. Keiner meiner Freunde kannte das Spiel, keiner hatte das Spiel und irgendwie, dann konnte ich da auch niemanden fragen. Und dann gab es ja noch Kids Zone und was da alles gab, diese Zeitschriften. Da stand auch nirgendwo was über Golden Sun drin. Es war irgendwie ein unbekanntes Spiel, kann das sein? Warum kannte keine Sau Golden Sun? Was soll denn das bitte? Können wir mal darüber reden, dass Golden Sun viel zu unbekannt ist? Was soll das? Ich finde das echt nicht okay. Das Spiel hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber okay. Nein, nicht okay, aber jedenfalls, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich bin nicht weitergekommen. Ich habe nicht erkannt, dass dieser Umriss Barbie sein soll. Dementsprechend habe ich das getan, was die logischste Schlussfolgerung ist, die man dort ziehen kann. Ich fange mal von vorne an und spiele das Spiel wieder bis genau zu dieser Stelle, damit ich dann genau an dieser Stelle wieder nicht weiterkomme, um das Spiel dann wieder von vorne anzufangen. Ja. So lief das. Ich habe das Spiel dann immer bis zu dieser Stelle gespielt, weil ich ja nicht weitergekommen bin. Ich bin nicht weitergekommen. Und ich habe es dann immer wieder gespielt, immer wieder gespielt, immer wieder gespielt. Und irgendwann... bin ich dann mal wieder an diese Stelle gekommen. An dem Umriss der Karte, in Anführungszeichen, vorbei. Und man läuft da mit B. Und dann wollte ich halt laufen, bin abgerutscht und bin auf A gekommen. Und hab mit dem Umriss der Karte in Anführungszeichen interagiert. Und auf einmal spricht diese Karte mit mir. Und ich denke mir so, was? Was? Warum spricht die Karte mit mir? Bis ich dann rausgefunden hab, oh fuck, das ist ja gar keine Karte. Oh, es war schrecklich. Es war schrecklich, meine Freunde. Es war wirklich schrecklich. Hab dann gecheckt, dass das ja gar keine Karte ist. Und habe Barbie gefunden. Yay! Ich konnte das Spiel also endlich mal weiterspielen. Und ich habe es dann eben weitergespielt. Konnte dann endlich mal Colossus machen. Konnte endlich mal das Spiel tatsächlich mal beenden. Und ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Und ich habe es dann auch durchgespielt und habe mir dann beim Schluss eben, beim Leuchtturm, der Venusleuchtturm ist es dann, habe mir gedacht, Alter, wie gut ist das Spiel eigentlich? Also ich war jetzt im Venusleuchtturm und habe mir gedacht, Alter, wie gut ist das Spiel eigentlich? Und vor allem, wie lang ist das Spiel eigentlich? Es gibt doch 4 Leuchttürme und ich habe jetzt erst die Hälfte und es geht schon so weit. Oh mein Gott, es war die beste Idee, die ich je hatte, dass ich mir dieses Spiel habe schenken lassen. Ja, es ist die beste Idee, die ich jemals hatte, meine Freunde. Da brauchen wir natürlich gar nicht drüber reden. Aber oh mein Gott, ist dieses Spiel gut. Und dann habe ich es halt bis zum Venusleuchtturm gespielt, habe dann im Venusleuchtturm gespielt. Dann kommt es ja oben zum Showdown gegen Saturos und Minadi. Und ich liebe die zwei übrigens. Vor allem Saturos mag ich sehr, 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 sehr gerne. Und dann geht's ja oben richtig zur Sache. Die zwei fusionieren, dann kommt Infiltricios raus.
Ich glaube, Infiltricius heißt er. Tridesastros ist aus dem zweiten Teil da. Jedenfalls kommt es dann eben zum Showdown, wenn die zwei fusionieren und zu diesem Drachen werden. Und ich habe bei diesem Kampf natürlich Probleme gehabt. Das war ein sehr schwerer Kampf für mich, aber irgendwann habe ich auch den mal geschafft. Und ich habe mir halt dann wirklich gedacht, wow, das Spiel ist halt wirklich lang. Ich habe jetzt erst zwei Leuchttürme, aber was geschieht hier jetzt gerade? Ich habe gerade Saturos und Minadi vernichtet. Aber ich habe doch erst die Hälfte erreicht. Was geschieht hier jetzt gerade mit dem Spiel? Ich war so richtig... Puff. Und auf einmal kommen die Credits. Und ich denke mir so... Was? Hä? Was? Wieso Credits? Oder Abspann? Was? Das macht doch gar keinen Sinn. Wieso habe ich das Spiel durch? Hä? Ich verstehe es nicht. Und nach den Credits kommt da diese kleine Sequenz, wo man sieht, wie Jenna gestrandet ist. Das ist so ein kleiner Teaser an Golden Sun 2 gewesen. So, dann kommt da dieser kleine Trailer und ich denke so, oh, ach so, das Spiel geht weiter. Ich habe jetzt erst die Hälfte ungefähr, keine Ahnung, die wollten jetzt mal kurz Abspannen reinbringen, keine Ahnung. Und jetzt geht das Spiel ganz normal weiter. Oh, das erklärt natürlich einiges. Und dann kommt auf einmal Fortsetzung folgt. Und ich denke mir so, was? Geht's jetzt weiter oder geht's jetzt nicht weiter? Ich blick hier nicht mehr durch. Ich hab's geliebt. Oh, und dann war Golden Sun 1 tatsächlich beendet. Es hieß auf einmal, Fortsetzung folgt. Und ich denke mir so, oh, es läuft doch nicht so, wie ich dachte. Wird das Spiel auf zwei Spiele aufgeteilt? Oh. Okay, ich muss die Augen offen halten. Irgendwie muss ich herausbekommen, wann kommt Golden Sun 2? Ich muss es irgendwie herausbekommen. Ich weiß nicht, wie ich es rausbekommen habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es halt irgendwann ganz normal im Read 2 gesehen. Aber ich wusste nicht, ob es jetzt... Es gab jetzt keine Infos, glaube ich, darüber, dass Golden Sun 2 zu dem oder dem Zeitpunkt, glaube ich, kommt. Wenn ich mich nicht ganz irre. Jedenfalls. Hatte ich Golden Sun 1 dann durch. Und ich habe es geliebt. Ich habe es oft durchgespielt. Ich habe es genossen. Ich habe dieses Spiel wirklich genossen. Und um nochmal kurz zu dem Thema zurückzukommen, wenn man übers Meer fährt, greifen Monster das Schiff an. So, und man muss dann die Monster eben bekämpfen und dann ist einer von den Ruderern eben angegriffen worden und man muss einen neuen Ruderer eben einteilen. So, und das bewirkt tatsächlich was. Dass man die Ruderer in einer bestimmten Konstellation aufteilt. Denn man kann zu einer geheimen Secret-Insel kommen. Ohne Witz jetzt, das ist kein Scherz. Man kann zu einer geheimen Super-Secret-Insel kommen, wenn man die Charaktere, die Bordbesatzung, richtig einteilt. Ich weiß nicht mehr wie, aber ich glaube, man musste lauter schwache Charaktere, und darunter zählt das Spiel Kinder und Frauen, auf eine Seite und auf die andere Seite die ganzen starken Männer. Ich glaube, dann wurde das irgendwie so gemacht, dass die Männer ja zu stark gerudert haben, die anderen kommen nicht hinterher und dann hat man irgendwie den Kurs verlassen und gelangt dann eben auf eine geheime Insel. Super cool gemacht. Zudem gibt es noch ein anderes Secret. Mit dem stärksten Boss im Spiel, nämlich Toter Bart. Wobei man sich drüber streiten kann, was ist stärker, Toter Bart oder Infiltricius? Da kann man sich bis heute drüber streiten, es sind beide arschgefährliche Gegner. Beide sind auf ihre eigene Art und Weise unfassbar gefährlich. Toter Bart hat einfach nur noch die KP des Todes. Der tankt jeden Scheiß. Und fügt so einen krassen Schaden zu. Toter Bart ist unfassbar mächtig. Ist ein wahnsinnig gefährlicher Gegner. Infiltricius hingegen ist ein Kampf, der zweiteilig ist. Du musst zuerst Saturos und Minadi besiegen. Und wenn du die besiegt hast, kommt der finale Kampf dann gegen Infiltricius. Ohne, dass du zwischendrin geheilt wirst.
Und das ist das, was den Kampf dann so schwer macht. Zusätzlich kommt dann natürlich noch das, dass der Drache natürlich unfassbar starke Angriffe kann. Also es ist schon ein gefährlicher Gegner. Kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, welchen von beiden man jetzt gefährlicher findet. Aber ich glaube fast, dass Toter Bart ein bisschen gefährlicher ist. Jedenfalls muss ich sagen, kann man ja auf diese Secret-Insel von Toter Bart kommen und ich liebe diesen Abschnitt. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wie funktioniert dieser Abschnitt von Toter Bart? Das ist auf dem Weg zum Venusleuchtturm gelangt ihr in eine Wüste, wo überall Hurricanes sind. So. Und diese Hurricanes, in die könnt ihr eben reingehen und dann werdet ihr hochkatapultiert. Und wenn ihr dann eben Regenschauer einsetzt, dann fallt ihr durch diesen Hurricane und dann stellt sich heraus, dass das eine Sturmechse war und die müsst ihr dann eben besiegen. So. Und das könnt ihr die ganze Zeit machen. Und dann gibt es da noch einen Boss, der optional ist. Nämlich einen roten Wirbelsturm. Die anderen Wirbelstürme sind so leicht sandfarben gelbig und dann gibt es einen roten Wirbelsturm. Den müsst ihr rein, dann müsst ihr diesen Boss besiegen und der ist knacke. Das ist dann so eine Boss-Wirbelechse, Sturmechse-Gedöns. Und die müsst ihr dann wegklatschen. Und dann würde euch dieser Wirbelsturm eben zu dieser Secret-Insel bringen. So, und wie ist das mit dieser Secret-Insel aufgebaut? Das ist großartig. Es ist eine Höhle. Ihr geht in diese Höhle rein, rennt eben eine lange Treppe nach unten. Und dann steht ihr vor einem Abgrund, der durch zwei Türen verbunden ist. So, ihr müsst also in die Tür und müsst dann in diesem Raum, wo er dann hinkommt, ein Rätsel lösen, um auf die andere Seite des Raumes zu kommen, um diesen Abgrund, der da eben war, zu überwinden. Und ich liebe dieses Prinzip und das streckt sich. Das sind dann einige, ich glaube, das sind schon locker 5, 6, 7 Räume, die ihr da durchqueren müsst. Und jedes Mal mit so einem Rätsel drin und ich liebe die Idee dahinter, das ist so großartig. Und jedes Mal erwartet euch ein Bosskampf. Jedes Mal erwartet euch ein Bosskampf. Und ich war schon immer so ein Fan von so Boss-Rushes. Und das war natürlich da richtig geil für mich. Lauter geile, fordernde Bosskämpfe. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch angefangen, mit den Chins so ein bisschen rum zu experimentieren. Wie kann ich das aufteilen und so. Und habe dann eben herausgefunden, dass es den Ninja bzw. den Samurai gibt. Und wow, das sind starke Klassen. Das sind starke Klassen, will ich mal damit sagen. Und Ich habe halt riesen Spaß gehabt, da mich durchzukämpfen. Und irgendwann gelangst du dann ganz unten an und kommst zu einem Piratenschiff. Und auf diesem Piratenschiff wartet Toter Bart. Und ich habe lang gebraucht, bis ich den mal besiegt habe. Der ist sowas von schwer. Also der ist wirklich gefährlich. Wenn ihr da nicht gelevelt und nicht vorbereitet seid, dann habt ihr einfach keine Chance gegen den. Der drückt so viel Schaden. Der hat so keinen Bock auf euch. Der drückt so viel Schaden. Und ich liebe diesen Bosskampf einfach nur noch. Er ist wirklich fordernd, ihr müsst wirklich aufpassen. Und das ist es, was den Kampf für mich immer so interessant gemacht hat. Tatsächlich muss ich dazu sagen, Ich bekämpfe Toter Bart immer. Immer wenn ich Golden Sun spiele, blöd gesagt, ich spiele das Spiel zu 100%. Immer. Ich spiele das Spiel immer zu 100%. Ich hole sämtliche Djinns, ich bekämpfe immer Toter Bart, ich mache alles. Und ich liebe es einfach nur noch. So sehr liebe ich dieses Spiel. So viel Spaß macht mir dieses Spiel. Ich finde es bis heute ein bisschen schade, dass Isaac ein stummer Charakter ist in Golden Sun 1. Finde ich ein bisschen schade. Es gibt ja immer wieder Spiele, wo der Charakter stumm ist, auch wenn das mittlerweile eigentlich ja aus der Mode ist. Aber es gibt Spiele, die halten da bis heute dran fest und bei denen funktioniert es. Zelda. Es funktioniert. Klar hätten wir alle gerne einen Link, der spricht. Gleichzeitig, es funktioniert. Außerdem ist Zelda jetzt nicht das Spiel, das für seine Sprachausgabe bekannt ist. Nintendo hat es da bis heute nicht hingekriegt, irgendwie mal Sprachausgaben einzuführen, außer bei Breath of the Wild, Entschuldigung.
Und ich zähle jetzt halt andere wie Hyrule Warriors, zähle ich jetzt mal nicht dazu. Sondern ich meine sie die Hauptreihe. Ich glaube, da haben sie es ja nur bei Breath of the Wild. Und Link ist da immer noch stumm, außer Zäh! Das ist alles, was er sagen kann. Aber ich fand es da schon mal cool, dass es mit Spracheingabe eben geht. Aber was ich halt nicht mag, ist... Ich finde es halt schade, dass das Isaac ein stummer Charakter ist. Ich meine, bestes Beispiel ist ja, was stumme Charaktere betrifft, noch besseres Beispiel als Zelda. Das war keine Kritik an Zelda, beim besten Willen nicht. Ich finde es vollkommen okay, dass Link stumm ist. Aber noch besseres Beispiel als Zelda ist einfach Dragon Quest. Schaut euch doch mal die Dragon Quest Spiele an. Großartige Synchro, großartige Sprachausgabe, alle Charaktere sprechen, bis auf den Held. Irgendwie sind alle Helden in Dragon Quest stumm. Ich kenne noch kein Dragon Quest, wo der Held nicht stumm ist. Das ist unglaublich. Und bei Golden Sun ist es eben so, dass Isaac stumm ist. Das finde ich ein bisschen schade, aber es ist okay. Warum finde ich es da schade? Komme aber damit klar, dass Link bzw. die Hauptcharaktere aus Dragon Quest stumm sind. Warum differenziere ich das? Ganz einfach, weil Isaac... Im Gegensatz zu anderen Spielen wird Isaac in Golden Sun in die Gespräche mit einbezogen. Er wird in die Gespräche mit einbezogen und ich finde es dann irgendwie komisch, wenn alle mit ihm reden und er antwortet darauf nur mit einem Nicken oder mit einem Kopfschütteln. Ich weiß nicht. In Zelda ist es ja so, dass Link dann einfach größtenteils einfach ignoriert wird. Er sagt halt einfach nichts. Komm schon, Zelda ist es nicht bekannt dafür, dass es die größte Story immer hat. Es ist nicht dafür bekannt, beim besten Willen nicht. Und das ist okay, weil das ist das, was Zelda so ausmacht, dass ihr vieles selber auch interpretieren müsst. Das ist meiner Meinung nach das, was Zelda oft ausmacht. Aber Isaac wird halt immer mit einbezogen in sämtliche Gespräche. Ihm werden Fragen gestellt, weil er der Anführer ist und der Boss sozusagen. Aber er kann nicht reden. Ich weiß nicht, ich fand das immer komisch und ich fand es immer schade. Und ich finde das bis heute schade. Aber das wurde in Golden Sun 2 geändert. In Golden Sun 2 kann er reden. Jedenfalls habe ich Golden Sun immer geliebt. Ich habe es immer für mein Leben gerne gespielt und können wir einfach mal ganz kurz nochmal festhalten. Ich habe es schon erwähnt, aber können wir bitte nochmal ganz kurz festhalten, dass Golden Sun einfach nur noch eine unfassbar großartige Musik hat? Wir reden hier immer noch von einem Game Boy Advance Spiel und wir wissen, dass der Game Boy Advance technisch nicht so weit war, dass er irgendwelche Meisterwerke spielen kann. Dachte man. Ich meine, spielt mal Final Fantasy VI auf dem Game Boy. Großartiges Spiel. Abgöttisch gutes Spiel. Mit guter Musik. Aber man merkt, oha, das ist Game Boy. Das merkt man schon. Und dann hört euch mal Golden Sun an. Das, meine Freunde, das ist das, was ich als Meisterwerk betiteln würde. Das ist ein musikalisches Meisterwerk, das auf dem Game Boy Advance so nie wieder erreicht wurde und auch nie erreicht werden konnte. Das ging gar nicht. Weil was Golden Sun und Golden Sun 2 für musikalische Meisterwerke auf den Game Boy gebracht hatten, das ist jenseits von Gut und Böse. Das ist ein absolutes Meisterwerk. Jedenfalls, ich habe Golden Sun sehr, sehr oft gespielt. Und ich habe immer Ausschau gehalten, Golden Sun 2. Golden Sun 2? Golden Sun, nichts? Nichts? Golden Sun 2? Nichts? Schade. Und irgendwann bin ich da mal wieder rum und dann sehe ich auf einmal im Regal in der Vitrine vom Ri 2 Golden Sun 2. Und ich denke mir so, was? 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 Ma'am, kannst du da mal aufsperren, bitte? Ich muss das Spiel kaufen. Ich brauche das Spiel. Ich habe mir, als ich es gesehen habe, sofort Golden Sun 2 gekauft. Die waren damals noch nicht so teuer, die Spiele. Die waren damals noch nicht so teuer wie heutzutage. Aber ich musste es haben. Ich musste es haben. Oh mein Gott. Ich musste dieses Spiel sofort haben. Und ich denke mal, man kann es verstehen.
Und ich habe mich sofort natürlich hingesetzt und dieses Spiel durchgespielt. Und jetzt kommt der kleine Knackpunkt. Ich fand Golden Sun 2 großartig. Aber bei weitem nicht so gut wie Golden Sun 1. Bei weitem. Da liegen Welten dazwischen. Heutzutage sehe ich das ein bisschen anders. Ich finde beide Spiele immer noch absolut Weltklasse. Und wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, dass mir Golden Sun 1 besser gefällt. Aber da liegen keine Welten dazwischen. Das ist Haarspalterei, wenn man sagt, dass das eine besser ist als das andere. Weil die zwei bilden ein Meisterwerk. Die bilden ein gesamtes Meisterwerk. Und ja, ich muss mich nicht korrigieren. Es ist richtig, die zwei bilden ein Meisterwerk, bilden ein gesamtes Spiel. Nicht drei, die zwei bilden ein Meisterwerk. So, über Rapu wollen wir später reden. So. Golden Sun 2. Wenn man meint, dass Golden Sun 1 lang war und viel Content bietet, dann sprengt Golden Sun 2 sämtliche Erwartungen, die ihr irgendwie an dieses Spiel haben könnt. Es sprengt sie. Golden Sun 2 ist so lächerlich riesig. Das ist jetzt mal nur unter uns, nur dass wir uns mal verstehen. Golden Sun 2 ist ein Open World Spiel. Nicht von Anfang an, aber später wird es ein Open World Spiel. Ihr könnt überall hin. Überall, wohin auch immer ihr wollt. Und das ist sowas von großartig. Es gibt so viel zu entdecken in Golden Sun 2. Das mag man gar nicht glauben. Aber ja, es gibt in Golden Sun so unendlich viel zu entdecken. Überall irgendwelche kleinen Stories, die euch einfach mal schöne Items geben oder so, aber mit der Story gar nichts zu tun haben. Das sind so kleine Nebenquests, sage ich jetzt mal, die auf die Story nichts beitragen, aber die geben euch geile Waffen, geile Items, schöne Geschichten etc. pp. Und die sind überall auf der Welt verteilt. Dann überall auf der Welt sind die Djinns. Und wenn ihr alle Djinns haben wollt, dann viel Spaß dabei. Dann habt ihr viel Arbeit vor euch. Ihr habt sehr viel Arbeit vor euch. Und das könnt ihr dann machen. Spielt es dann und holt euch alle Djinns. Viel Spaß. Ihr habt viel Arbeit vor euch. Ihr habt wirklich sehr viel Arbeit vor euch. Und wenn ihr dann alle Djinns habt, dann meint ihr, dass ihr alles durch habt? Nee. Es gibt noch Beschwörungen. Und in Golden Sun 2 ist es so, ihr könnt eure Djinns kombinieren. Also zum Beispiel könnt ihr nicht einfach mal zwei Venus-Djinns beschwören oder so. Also das könnt ihr immer noch, aber nicht nur. Sondern ihr könnt dann einfach sagen, jo, ich kombiniere mal den Venus-Djinn da mit dem Mars-Djinn. Und dann kriegt ihr eine komplett eigene Beschwörung. Und das ist geil. Und jede Beschwörung bewirkt was anderes. Die eine macht dann irgendwelche Zustandsveränderungen beim Gegner. Die andere gibt euch irgendwelche Buffs. Das andere belebt euch oder heilt euch. Das ist alles so großartig durchdacht. Und diese müsst ihr erstmal finden. Die sind überall auf der Welt verstreut. Die müsst ihr erstmal finden. Und da seid ihr auch sehr, sehr lange beschäftigt. Da seid ihr sehr lange beschäftigt. Und wenn ihr dann meint, es geht relativ Schlag auf Schlag, nee. Es dauert ewig. Es dauert wirklich ewig in Golden Sun 2, bis ihr mal beim ersten Leuchtturm seid. Also in dem Sinne der erste, was ja dann der dritte ist, was in dem Sinne der Jupiter-Leuchtturm wäre, der übrigens ein ultra geiler Leuchtturm ist. Können wir mal kurz darüber reden, dass die Leuchttürme unfassbar geile Dungeons sind? Egal in welchem Golden Sun. Klar sind sie in Golden Sun 1 nicht so aufwendig wie in Golden Sun 2. Das ist klar. Aber können wir mal bitte darüber reden, dass die selbst in Golden Sun 1 wirklich Meisterwerke sind und diese Leuchttürme in Golden Sun 2, die sind einfach purer Mindfuck. Die zersprengen euch den Schädel, wenn ihr das seht und ihr denkt euch, boah, spiele ich hier wirklich noch ein Game Boy Advance Spiel? Dieses Spiel ist so dermaßen gut.
Es ist wirklich unglaublich. Es ist, da fehlen teilweise wirklich die Worte. So gut ist das. Und so gut sind diese Leuchttürme. Und so gut ist diese Story. Und es ist alles so rundum perfekt. Es ist alles so rundum perfekt in diesem Spiel. Es ist lächerlich. Es ist wirklich lächerlich, wie gut dieses Spiel ist. Jedenfalls, Golden Sun 2 habe ich auch sehr geliebt. Wie gesagt, ich fand damals Golden Sun 1 Welten besser, aber mittlerweile hat sich das ja gelegt. Ich spiele es ja, ich habe dann beide immer wieder gespielt. Und auch Golden Sun 2 liebe ich. Es macht so viel Spaß. Und vor allem Golden Sun 2 hat Aaron. Komm schon, ich mag Aaron wirklich sehr. Ich mag ihn wirklich, wirklich sehr. Ja, natürlich hat Golden Sun 2 ja neue Charaktere mit reinbekommen. Und im Endeffekt kann man es dann so sehen, ihr habt zwei Merkur-Adepten, zwei Venus-Adepten, zwei Mars-Adepten und zwei Jupiter-Adepten. So. Und natürlich hat man natürlich einmal die vier Adepten aus dem ersten Teil. Im Sinne von Isaac, Garrett und die zwei anderen, die niemanden interessieren, nämlich Mia und vor allem Ivan. Ivan interessiert keine Sau. Oh Gott. Entschuldigung, Mina. Und dann kommt man neben Golden Sun 2, da gibt es Jenna. Jenna ist unglaublich wundervoll, ist absolut großartig. Dann kommt Felix und Felix ist halt Felix. Dann kommt Aaron, der wahrscheinlich der coolste Charakter im gesamten Spiel ist. Und dann kommt noch so ein absolut unwichtiger Nebencharakter, den man auch mal wegtun kann. Der heißt nämlich Cosma. Oder besser gesagt, die heißt nämlich Cosma. So, und dann gibt es natürlich, dann kann man natürlich zwischen diesen 8 Charakteren seine Gruppe frei zusammenstellen zum Schluss. Frei zusammenstellen. Und wir brauchen gar nicht drüber reden, es gibt nur eine einzige richtige Konstellation. Das Spiel lässt euch so gesehen die Möglichkeit, aber es gibt nur eine richtige Konstellation. Alle anderen Konstellationen sind falsch. Ihr habt eine falsche Aufstellung der Gruppe, wenn ihr Ivan in der Gruppe habt. Und ihr habt eine falsche Aufstellung, wenn ihr Cosma in der Gruppe habt. Und ihr habt eine falsche Aufstellung, wenn ihr Mia in der Gruppe habt. Und dasselbe gilt, wenn ihr Felix in der Gruppe habt. Das bedeutet, die einzig richtige Konstellation eurer Gruppe wäre Isaac, Garrett, Jenna, ja, wir haben zwei Mars-Adepten und Aaron. Das ist die einzig richtige Aufstellung und da lasse ich gar keine Diskussion zu. Ich lasse da gar keine Diskussion zu. Eine bessere Aufstellung gibt es nicht. Ihr haut's dann einfach drauf. Ihr habt dann vielleicht gegebenenfalls ein paar Probleme. Manchmal mit dem Heilen gebe ich zu, weil Jenna ist jetzt nicht unbedingt die große Heilerin. Okay, Mia ist eine bessere Heilerin, aber kommt schon, es ist die logische Aufstellung. Es ist einfach die logische Aufstellung. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall, so sieht dann immer meine Gruppe ganz zum Schluss aus. Aber bis wir da sind, bis wir soweit sind, erleben wir ein unbeschreibliches Abenteuer. Alle Spiele sagen immer, erlebe das große Abenteuer. Und ganz ehrlich, wo erlebt ihr Abenteuer? Erlebt, also jetzt mal unter uns zwei Pastorentöchtern. Es wird die ganze Zeit gesagt, hier, erlebe das große Abenteuer und bla bla bla. Erlebt ihr dann, wenn ein Spiel irgendwie sowas verspricht, irgendwie große Abenteuer? Wenn ihr Ocarina of Time spielt, und das ist jetzt kein Ocarina of Time Bashing. Wenn ihr Ocarina of Time spielt, habt ihr dann das Gefühl, dass ihr ein großes Abenteuer erlebt? Nö, ich nicht. Ich habe das Gefühl, Alter, ich spiele ein geiles Spiel. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich erlebe hier ein Abenteuer. Vielleicht ist Ocarina of Time auch einfach ein schlechtes Beispiel dafür, oder insgesamt Zelda ein schlechtes Beispiel dafür, weil Zelda einfach nicht diese große Story bietet. Aber ich habe da bei solchen Spielen nicht das Gefühl, ich erlebe ein Abenteuer. Und wenn ich jetzt mal, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber wenn ich jetzt Final Fantasy VI spiele, habe ich das Gefühl, ich erlebe ein großes Abenteuer? Nein, habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich spiele hier eins der besten Spiele dieses Universums. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein Abenteuer erlebe, sondern ich habe immer noch das Gefühl, yo, ich spiele hier ein Videospiel. Aber ich erlebe kein Abenteuer. In Golden Sun 2 habe ich dieses Gefühl. In Golden Sun 2 vergesse ich, dass ich ein Videospiel spiele und ich erlebe ein riesiges Abenteuer. So gut ist diese Geschichte geschrieben. Das müsst ihr euch jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Diese Geschichte ist so gut geschrieben, dass ich mich verliere
vergesse, dass ich ein Videospiel spiele und mich wirklich so fühle, als ob ich ein Abenteuer erleben würde. Und das erreicht so gut wie gar kein Spiel bei mir. Golden Sun 1 und das ganz vor allem Golden Sun 2. Golden Sun 2 schafft das vor allem. Das schafft das noch besser als Golden Sun 1. Dieses Gefühl, dass ich hier ein Abenteuer erlebe, das ist großartig. Und ich liebe alles an diesem Spiel. Man kennt es ja. Man spielt irgendwas, man spielt eins seiner Lieblingsspiele und dann gibt es meistens immer irgendeine Stelle, wo ich sage, boah, ne, der Scheiß schon wieder. Oh, auf dich habe ich ja gar keinen Bock. Aber du existierst ja. Ich meine, sowas gibt's immer. Ich meine, es gibt's auch bei Kingdom Hearts 2. Es gibt die Flucht der Karibik-Welt. Und so geht's mir da immer und dann denke ich mir auch immer, boah, auf dich habe ich ja gar keinen Bock. Liegt auch daran, dass ich kein Fan von Flucht der Karibik bin. Aber ich habe in Golden Sun 2, mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein, wo ich dann wirklich sage, boah, auf dich habe ich also wirklich gar keinen Bock. Es gibt ein paar Stellen, die ich natürlich besser finde als andere, das ist klar, das wird es immer geben. Aber so wirklich, wo ich sage, boah, auf dich habe ich gar keinen Bock, gibt's eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, es gibt jetzt eher gerade, wo ich sage, Alter, ich habe jetzt so Bock, Golden Sun 2 zu spielen. Golden Sun weiterzuspielen. Meine Freunde, es tut mir leid, ich weiß, aber warum kommt Golden Sun nicht weiter? Wir machen Mina und ich Golden Sun mit Bildschirmübertragung. Damit Mina auch sieht, was hier geschieht. Allerdings, solange mein Internet weiterhin so rumzickt, wie es in letzter Zeit tut, kann ich Mina nur eine wunderbare Stop-Motion-Übertragung bringen. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Die soll das Spiel doch auch genießen. Ich will, dass Mina das Spiel genauso genießt. Und deswegen will ich ihr eine vernünftige Bildschirmübertragung bringen. Deswegen wird Golden Sun so lange leider nicht weitergehen, bis das endlich mal bei mir wieder funktioniert. Aber ich freue mich drauf, wenn es dann endlich weitergehen kann. Denn Golden Sun ist einfach großartig. Golden Sun 1 und Golden Sun 2, absolute Meisterwerke. Das, meine Freunde, das sind Meisterwerke. Und ich bin einfach der Meinung, wenn ihr einen Game Boy Advance habt, dann gehören diese beiden Spiele zum absoluten Pflichtinventar an allen euren Spielen. Die gehören zur Pflicht. Das sind Pflichtkäufe. Die müsst ihr spielen. Die müsst ihr haben. So gut sind diese Spiele. Ich geb's zu. Vielleicht sind sie nicht jedermanns Sache, weil einfach viel Story dabei ist. Aber trotzdem. Es ist und bleibt Pflicht. So gut sind diese Spiele. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Es sind einfach so wundervolle Spiele. Und ich liebe sie so sehr. Vor allem die Djinns, die sind so süß und so niedlich. Kommt schon. Wir brauchen nicht berühren. Der süßeste Djinn ist wahrscheinlich der Mars-Djinn, wobei ich auch den Venus-Djinn wirklich süß finde. Das sind so kleine Dicke. Die sind so klein, süß und dick. So wie damals Pikachu, wo Pikachu noch cool war. Er war auch klein, süß und dick. Mittlerweile ist er so ein halber Bodybuilder geworden und deswegen mag ich Pikachu nicht mehr. Aber damals war er so klein, süß, dick. Er war süß irgendwie. Ich mochte ihn. Ich mag so oft so Charaktere, die so klein, süß und dick sind. Die müssen dann dick sein, das ist wichtig. Deswegen mag ich zum Beispiel auch die Venus-Djinns so gern. Deswegen mochte ich den alten Pikachu so gerne. Ich mag sowas. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Seemobs irgendwo mag. Ich mag sowas irgendwie, ich weiß nicht. Es hat einfach was. Und ich liebe die Djinns. Und auch wenn immer mal, wenn ich sehr, sehr gerne mal ein bisschen Jupiter-Djinn-Bashing bringe, was hauptsächlich deswegen ist, weil Mina. Aber auch die Jupiter-Djinns, sie sind alle so cool. Ich liebe alle Djinns. Und ich liebe dieses Konzept mit den Djinns. Habt ihr da mal drüber nachgedacht, wie unfassbar kompliziert dieses System eigentlich ist? Wie gut dieses System ist. Es ist so banal zu verstehen, aber so komplex zu meistern. Es ist großartig. Ihr könnt euch komplett entscheiden, wie ihr die Djinns verteilt. Und wenn ihr die Djinns verteilt, werden diverse Buffs eben
gewährt, also manche Werte erhöhen sich, manche Werte verringern sich, gegebenenfalls verlernt ihr irgendwelche Psy-Energien und ich werde es immer Psy-Energie nennen und nicht Psy-Energie, das weiß ich, meine Freunde, gegebenenfalls verlernt ihr irgendwelche Psy-Energien oder ihr lernt neue Psy-Energien, das ist, oh, das ist großartig, das ist absolut großartig. Und dann könnt ihr eben komplette neue Klassen erlernen, es ist euch komplett überlassen. Ihr könnt das Spiel spielen, wie ihr wollt. Ganz, ganz blöd gesagt, ja, es gibt Klassen, die anderen überlegen sind. Und da reden wir von Richtung Samurai oder Ninja. Die sind anderen Klassen einfach überlegen. Punkt aus. Aber, und dann kommen wir jetzt eben zum großen Aber. Ihr könnt mit jeder Klasse dieses Spiel durchspielen. Ihr könnt eure Jins so verteilen, wie ihr Bock drauf habt. Es ist mit jeder Klasse möglich, das Spiel durchzuspielen. Wenn ihr sie so plant, dass es euch gefällt, dann ist das die richtige Aufstellung. Das ist nicht so wie mit den Charakteren. Das ist nicht so wie mit den Charakteren, dass es da nur eine richtige Aufstellung gibt. Bei den Jins gibt es keine richtige Aufstellung, in Anführungszeichen. Die könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Es gibt nur bei den Charakteren eine richtige Aufstellung. Ich liebe es. Ich liebe dieses Jin-System. Und ich bin ja der Meinung, das hätte man in vielen anderen Spielen einfach mal mit einbeziehen können. Warum hat man das noch nie irgendwie irgendwo gemacht? Das ist so ein gut durchdachtes System. Und wenn ihr könnt dann die Jins, die ihr einem Charakter zugeordnet habt, im Kampf benutzen. Das könnt ihr machen. Das bringt dann entweder irgendwelche Zustandsveränderungen, Buffs für euch oder irgendwelche Nerfs beim Gegner oder es macht irgendwelchen Schaden oder so, keine Ahnung. Das könnt ihr machen, das ist wundervoll. Aber ihr müsst bedenken, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, weil ihr damit eure eigenen Buffs eben negiert. Die ganzen Buffs, die euch dieser Jin gegeben hat, verfallen. Das ist so ein gut durchdachtes System. Ihr könnt dann einfach mal im Kampf eure komplette Klasse ändern. Und dann beschwört, könnt ihr die Jins, die ihr eingesetzt habt, beschwören. Und die verbünden sich dann nach, ich glaube, 2 Runden automatisch wieder mit euch. Und das ist so ein gut durchdachtes System. Es ist so ein unfassbar gut durchdachtes System. Man könnte das ja als, in Anführungszeichen, Level-System bezeichnen. Auch wenn es ja ganz normal funktioniert mit Leveln, ja. Aber das ist halt eine Art zusätzliches Level-System, ähnlich wie das Sphärobrett. Ist nicht vergleichbar mit dem Sphärobrett, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist die Art, wie man seine Charaktere zusätzlich verstärken kann und auch sollte. Und das ist so gut. Diese Idee dahinter ist so was von gut. Wie gesagt, die Meisterung, das Verstehen dieses Systems ist unfassbar banal. Jo, ich hab da einen Venus-Adept, dann geb ich dem doch einfach mal einen Venus-Chin. Vollkommen legitim. Könnt ihr machen. Das funktioniert. Das ist großartig. Ihr könnt aber auch einfach sagen, yo, ich befasse mich jetzt mal mehr. Was würde passieren, wenn ich jetzt diesem Venus-Adepten mal einen Mars-Chin gebe? Auf einmal passiert das. Und wenn ich ihm jetzt zu dem Mars-Chin noch einen Venus-Chin gebe? Okay, jetzt passiert das. Jetzt tausche ich den Venus-Chin mal gegen einen Merkur-Chin aus. Und ich muss... niesen. Entschuldigung. Jetzt tausche ich diesen Venus-Chin mal gegen einen Merkur-Chin aus. Ihr könnt alles so machen, wie ihr wollt. Und ich liebe dieses System dahinter. Das ist es, was ich so sehr an diesem System liebe. Diese unendliche Freiheit, die euch dieses Spiel eben bietet. Und das ist eben, was das Spiel in meinen Augen auch weiterhin so gut macht. Das Spiel hat unfassbar schöne Grafik. Es hat einen Soundtrack, der sucht seinesgleichen. Es hat einen unfassbar guten Soundtrack. Es hat ein fantastisches Kampfsystem. Ich muss es nochmal hervorheben, die Story ist so wahnsinnig gut. Och, die Story ist so wahnsinnig gut. Das könnte ein Roman sein. Das könnte ein perfekt geschriebener Roman sein. Man könnte aus Golden Sun auch übrigens eine wundervolle Serie machen. Könnte man, würde funktionieren. Warum hat das noch nie jemand gemacht?
Golden Sun würde so perfekt als Serie passen und es wäre eine lange, lange Serie. Weil man wirklich, was wirklich viel zu erzählen gibt. Oh, es wäre so eine schöne Serie. Es sind so schöne Spiele. Und die werden auch abgeschlossen. In Golden Sun 2 schließt sich ja der Kreis. Die Geschichte wird abgeschlossen. Und ist alles großartig. Und irgendwann gab's da mal die Info. Yo. Golden Sun 3 kommt. Und ich natürlich, was? Wie? Was? Was? Golden Sun 3? Ich war unfassbar. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich bin aus allen Wolken gefallen, wo ich gehört habe, dass Golden Sun 3 für den Nintendo DS kommen wird. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe es mir natürlich vorbestellt, sobald es ging. Und als es dann da war, habe ich mich eigentlich erstmal von meinen Freunden verabschiedet. Ich habe dann gesagt, yo, war schön mit euch, also auf Wiedersehen, ne? Es ist Golden Sun 3 draußen. Auf Wiedersehen, Leben. War schön mit dir. Wir werden uns jetzt eine Zeit lang nicht mehr sehen. Ich war so begeistert, dass Golden Sun 3 kommt. Ich war so begeistert. Und dann habe ich es gehabt. Dann habe ich es gehabt. Habe es ausgepackt. Habe es in mein DS geschmissen. Habe es sofort gestartet. Und hat nach relativ kurzer Zeit gesagt, ei. Das ist kein gutes Golden Sun. Das ist kein richtiges Golden Sun Feeling. Golden Sun 3 erzählt auf einmal eine komplett andere Geschichte. Und auch komplett andere Charaktere. Mit komplett unglaubwürdigen Geschichten, die nicht so gut geschrieben sind. Ich habe das Gefühl, man wollte bei Golden Sun 3 einfach nur nochmal ein Spiel rausbringen, weil man gemerkt hat, dass Golden Sun 2 dann doch irgendwo gut ankam. Sogar sehr gut. Und die Fans, die es hatten, eben locker, natürlich wollte jeder irgendwo Golden Sun 3. Keiner hat dran geglaubt, dass wir es jemals bekommen. Aber jeder wollte es inoffiziell haben. Wir haben es dann bekommen und irgendwie war jeder enttäuscht. Weil jeder hat halt gehofft, oh, jetzt macht das Beste draus. Jetzt bringt etwas, knüpft an die Geschichte an und ballert nochmal eine richtig, richtig geile Geschichte raus. Irgendwas mit Alex oder so, ne? Ballert irgendwas mit ihm raus. Kommt schon. Irgendwas muss da jetzt noch rausgeballert werden. Die goldene Sonne, Golden Sun wurde entfesselt. Es muss irgendetwas bewirkt haben. Hat es irgendwie einen Krieg hervorgebracht? Was hat Golden Sun bewirkt? Hat es irgendwie ein böses Monster heraufbeschworen, was dann heraufbeschworen wird, wenn man die Goldene Sonne entfesselt? Ähnlich wie bei Ganondorf und dem Masterschwert. Solche Geschichten hat sich jeder ausgemalt. Und dann haben wir halt das bekommen. Und es ist nicht gut. Ich will nicht zu sehr auf Golden Sun 3 rumreiten. Ich will jetzt nicht so sehr drauf rumreiten, weil das wäre jetzt auch wieder unfair. Weil es ist ja an und für sich jetzt kein schlechtes Spiel. Es ist nicht so ein absoluter Totalreinfall und so eine absolute Katastrophe wie Dead Space 3. Beim besten Willen nicht. So eine Katastrophe ist das Spiel nicht. Nur es hat halt null mit den ersten beiden Teilen zu tun. Null. Ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr ein Golden Sun spielt. Ihr habt das Gefühl, ihr spielt ein separates, einzelnes Spiel. Das Spiel, was jeden an diesem Spiel stört, ist der Name Golden Sun. Das ist es, was stört. Das Spiel hat nichts mit Golden Sun zu tun. Ihr könnt jeden erdenklichen anderen Namen draufschreiben. Da müsst ihr die Story nur minimal umändern, indem ihr so etwas wie goldene Sonne und die Merkursterne und blablabla einfach austauscht gegen andere Wörter.
Und schon habt ihr ein komplett anderes Spiel. Schon habt ihr, keine Ahnung, das könnte genauso gut ein schlechtes Final Fantasy sein. So wenig hat diese Geschichte mit Golden Sun zu tun. Ihr könntet dieses Spiel genauso gut, keine Ahnung, The Big Apple nennen. Dann kriegt ihr Probleme mit dem Big Apple, gebe ich zu. Aber, ja, ihr wisst doch, was ich raus will. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr schade. Dass man sowas dann eben als Fortsetzung von Golden Sun bekommen hat. Und was ich sowieso nicht leiden kann. Und da ist die Fanbase halb ausgerastet. Ein Point of No Return, der relativ am Anfang noch kommt. Und der überhaupt nicht glaubwürdig ist und keinen Sinn ergibt. Und durch diesen Point of No Return könnt ihr sämtliche Sachen verpassen. Denn man ist auf diese glorreiche Idee gekommen, vor diesem Point of No Return unzählig viele Sachen einzubauen, wie Djinns und Sidequests und blablabla und blub, und die verpasst man dann alle. Ausnahmslos alle. Die könnt ihr dann nicht mehr nachholen. Man hat sich gedacht, dass das eine gute Idee sein könnte. Ihr müsst euch das so vorstellen, ähnlich wie bei Final Fantasy XV. Da gibt's ja auch diesen Pseudo-Point of No Return, nur dass ihr da eben zurück könnt, mit Hilfe von dem Hund. Immer noch dumm gelöst. Aber ihr könntet zurück. Die Möglichkeit habt ihr bei Golden Sun 3 nicht. Ihr habt nicht die Möglichkeit, zu dem zurückzukommen. Das ist ein waschechter Point of No Return. Dann ist es vorbei. Ihr könnt da nicht mehr zurück. Und das hat die ganze Fanbase einfach nur noch gespalten. Jeder fand es immer cool, in Golden Sun 1 zum Beispiel, wenn man beim Venus-Leuchtturm war, dann geht man nochmal den gesamten Weg zurück nach Vale. Hat sich da was geändert? Ich will das mal kurz nachschauen. Dasselbe gilt für Golden Sun 2. Das hat man da gerne gemacht, dass man in alte Städte zurück ist. Hat sich irgendwo was geändert? Und es gab tatsächlich Momente, da hat sich was geändert. Das ist super. Das könnt ihr in Golden Sun 3 vergessen. Das könnt ihr da komplett vergessen. Und das hat jeden einfach nur noch gefuchst. Und dann kommt eben dazu noch, dass die Story einfach nur ein Mittelmaß ist. Die ist nichts Besonderes. Und das ist das große Problem, das dieses Spiel hat. Man könnte fast schon sagen, Golden Sun 3 hat ein Identitätsproblem. Es hat ein absolutes Identitätsproblem. Es weiß selber nicht, was will es denn für ein Spiel sein, denn ein Golden Sun ist es nicht. Es ist kein völlig enorm schlechtes Spiel. Nein, so schlecht ist es jetzt auch wieder nicht. Es gibt wesentlich bessere, ja, aber so katastrophal schlecht ist es jetzt auch wieder nicht. Nur es kommt halt so schlecht weg, weil Golden Sun draufsteht. Und die Fanbase hat halt alles erwartet, aber nicht das. Wenn ihr Golden Sun 2 durchgespielt habt, dann habt ihr erwartet, dass jetzt irgendwas mit der goldenen Sonne gemacht wird und die irgendwas bewirkt hat und irgendwie die Welt verändert hat. Und deswegen wollt ihr da jetzt hin. Deswegen wollt ihr euch jetzt umschauen. Deswegen wollt ihr jetzt die Welt erkunden. Was hat sich überall verändert? Keine Ahnung, böse Monster sind aufgetaucht. Los, auf ihn! Isaac, Garrett, los geht's! Das hat jeder erwartet. Was wir im Endeffekt bekommen haben, sind kleine Kinder, die aussehen wie Isaac und Garrett, aber nicht Isaac und Garrett sind. Ich glaube, das waren die Neffen von denen. Kinder waren es nicht, ich glaube, das waren die Neffen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und dann gibt es halt Charaktere, die komplett neu dazugekommen sind, wie in Golden Sun 2 zum Beispiel Aaron, was ja auch vollkommen funktioniert. Nur die werden halt irgendwie nicht wirklich in die Story mit eingebunden. Also irgendwie, man merkt die Ansätze, aber es funktioniert einfach nicht. Es ist nicht so, dass diese ganzen Zahnräder ineinander greifen wie in Golden Sun 1 und 2, sondern es sind irgendwo, es sind so Zahnräder, die wollen passen, aber sie passen einfach nicht und bilden einfach keine gute, schöne Story. Und das ist es, was einen die ganze Zeit fuchst.
Zusätzlich natürlich dazu, dass es den Point of No Return gibt und das Spiel keine so schöne Story hat wie die anderen beiden Teile, keine so schöne Grafik hat wie die anderen beiden Teile, keine so schöne Musik hat wie die anderen beiden Teile. Und was auch stecken geblieben ist, sind einfach mal die Rätsel. Die waren in Golden Sun 1 und 2 auch nicht wirklich omnipräsent, ja, aber sie waren da. Sie waren gut. Sie waren unterhaltsam. In Golden Sun 3 irgendwie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass sie wirkten fehl am Platz. Sie wirkten einfach fehl am Platz. Wie gesagt, man könnte einfach nur den Namen... Man könnte den Namen Golden Sun einfach mal rausstreichen. Und... Einfach, keine Ahnung. Das Spiel komplett anders nennen. Inferno. Nenn das Spiel einfach nur Inferno. Würde genauso gut funktionieren. Story, einzelne Wörter einfach umändern und schon hast du eine eigene Story dafür. Das funktioniert. So wenig hat diese Story einfach mit Golden Sun zu tun, das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Deswegen zählen viele das den dritten Teil auch nicht wirklich zur Golden Sun Story mit dazu. Ich wollte ihn hier jetzt nur angemerkt haben, aber ich gehöre auch zu diesen Leuten, die sagen, yo, Golden Sun ist mit Golden Sun 2 abgeschlossen. Golden Sun 3 ist kein Golden Sun mehr, das hat damit nichts zu tun. Das ist ein eigenständiges Spiel, das nichts mehr mit Golden Sun zu tun hat. Sehe ich genauso. Ich bin auch einer dieser Leute, die sagen, yo, Golden Sun 1, Golden Sun 2, gib ihm. Das ist der Scheiß, den ihr wollt. Und irgendwie ist das auch ein Spiel, wo man sagt, könnten wir für die beiden mal bitte ein Remaster bekommen? Weißt du, so wie ein Remaster, das dann aussieht weiß nicht. Dragon Quest. Dragon Quest 11. Eins der besten Spiele aller Zeiten. Ohne Wenn und Aber. Eins der besten Spiele aller Zeiten, Dragon Quest 11. So eine Optik brauchen wir dann einfach bei Golden Sun. Das würde so großartig funktionieren. Dann bieten wir noch schöne Sprachausgabe ein. Machen beide Spiele in einem. Das funktioniert bei Blu-ray. Wir müssen es dann nicht so in die Länge ziehen, wie wir es bei Final Fantasy VII. Entschuldigung. Wie wir es bei Final Fantasy VII getan haben. Es würde reichen, wenn man die Story einfach nur komprimiert. Da hätte ich sowieso Angst, wenn sie die Story dann in die Länge ziehen, weil... Ich hätte Angst, dass das die Story dann doch sehr verfälscht und sehr viel Müll mit reinkommt. Aber sowas dann einfach mal als Remake. Einfach nur Golden Sun 1 und Golden Sun 2. Auf der PlayStation 4. Habt ihr eine Ahnung, wie viele... Jeder Golden Sun Fan, der keine PlayStation 4 hat, der würde sich doch eine PlayStation 4 dafür kaufen. Das kann mir doch keiner erzählen. Golden Sun 2 ist bis heute ein absolutes Thema. Jeder, der dieses Spiel kennt, liebt dieses Spiel bis heute. Und jeder würde sich doch dafür eine PlayStation 4 kaufen, um dieses Remake dafür zu spielen. Das müsste man mal bringen. Das wäre absolut großartig. Wir werden es nie bekommen. Aber das wäre absolut großartig. Ich würde es so feiern. Ich würde es so sehr feiern, dass man dann ein so großartiges Spiel, eine so schöne Story, alles in einem. Ich würde es abgöttisch lieben. Ich würde es wirklich abgöttisch lieben. Aber das ist Wunschdenken. Das ist Wunschdenken, das werden wir leider nie bekommen. Leider, leider, leider. Dementsprechend aber, ich muss es nochmal anmerken. Ich kann es jedem von euch empfehlen. Wenn ihr Bock habt, die zwei besten Spiele für den Game Boy Advance zu spielen, dann kauft euch Golden Sun 1 und Golden Sun 2. Und ihr werdet definitiv nicht enttäuscht. Das sind die zwei besten Spiele für den Game Boy Advance. Es gibt viele Meisterwerke dafür. Es gibt viele Meisterwerke für den Game Boy Advance. Schaut euch doch mal Final Fantasy VI an. Final Fantasy V. Zelda The Minish Cap. Das sind Granaten. Das sind Meisterwerke. Aber Golden Sun und Golden Sun 2. Das ist... Was man da gemacht hat. Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie man das gemacht hat. So ein Meisterwerk zu erschaffen. Auf so eine Konsole, in Anführungszeichen, auf so ein Handheld, wie den Game Boy Advance.
Das ist ein absolutes, unangefochtenes Meisterwerk. Und dementsprechend bis heute gehören diese beiden Spiele zu meinen absoluten Lieblingsvideospielen. Ich spiele sie wahnsinnig gern. Es gibt ein einziges Problem, das ich mit dem Spiel habe. Und das ist eins der Sachen, wo ich gesagt habe, dass es das Beste ist. Nämlich die Story an sich. Die Story ist Weltklasse. Aber wenn ihr das Spiel, so wie ich, gefühlt 785 Trillionen Mal durchgespielt habt, dann kennt ihr diese Story auswendig. Dann wollt ihr das Spiel spielen, aber ihr könnt ja die Story nicht skippen oder überspringen. Dann müsst ihr die Textboxen wegklicken. Das klingt nicht schlimm, aber dann kommen da 5 Millionen Textboxen. Und das kostet Zeit. Das ist das einzige Negative, das ich tatsächlich an dem Spiel habe. Das ist das einzige Negative. Sonst ist alles, wirklich alles in diesem Spiel perfekt. Wirklich perfekt. Du kannst es nicht mehr besser machen. Das ist der einzige Kritikpunkt, den man irgendwie, sich irgendwo aus irgendeiner Körperöffnung ziehen kann. Da könnt ihr so lange suchen, wie ihr wollt. Ihr findet keinen weiteren Kritikpunkt. Außer vielleicht Ivan. Aber ihr findet keinen weiteren Kritikpunkt. Findet ihr nicht. Da könnt ihr suchen, bis ihr schwarz werdet. Findet ihr nicht. Es gibt keinen. Weil das Spiel sonst einfach nur noch perfekt ist. Das ist... So Weltklasse ist das. Und nur mal kurz abschließend anzumerken. Nur um es kurz abschließend anzumerken. Golden Sun 1, Golden Sun 2. Welche Story ist besser? Wenn wir es mal von der Story an sich betrachten. Golden Sun 1 oder Golden Sun 2? Nicht als zusammenhängende, sondern einzelne. Dann muss ich klipp und klar sagen, Golden Sun 2. Story ist besser. So. Golden Sun 1, Golden Sun 2. Wo sind die Leuchttürme besser? Dann muss ich auch klipp und klar sagen, Golden Sun 2. Sind die Leuchttürme besser? Und jetzt, allerletzte Frage. Von diesen 4 Leuchttürmen, welcher ist der beste? Und wir brauchen nicht drüber reden. Selbstverständlich. Und ich bin wirklich froh, dass es so ist. Es ist der Mars-Leuchtturm, der 4. Das ist der beste. Ich liebe ihn. Von diesen 4 Planeten ist ja Mars mein Lieblingsplanet. Weil Rot, Feuer und so, ne? Klar, Merkur mag ich auch wegen Blau oder so, aber Mars mochte ich schon immer. Ich mochte schon immer den Planeten Mars. Aber das ist einfach nur noch... Diese Leuchttürme, alle sind so gut, aber dieser letzte Leuchtturm, der Mars-Leuchtturm, das ist für mich der beste Leuchtturm von allen. Und ich liebe ihn. Und ich muss diese Spiele einfach wieder spielen. Die sind einfach nur noch grandios. Und ich kann es gerne nochmal sagen, wenn ihr diese Spiele noch nie gespielt habt, dann lasst es mich euch empfehlen, spielt sie. Besorgt sie euch, spielt sie. Es sind einfach nur noch unerreichte Meisterwerke für den Game Boy Advance. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, meine Freunde, was ist eure Meinung über Golden Sun? Habt ihr die Spiele schon mal gespielt? Was ist eure Meinung zu Golden Sun 3? Eure Meinung zu den einzelnen Teilen? Wie findet ihr sie? Was sagt ihr zu Grafik, zur Musik etc. pp? Wie findet ihr diese Spiele? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich interessieren. Habt ihr diese Spielreihe... Kennt ihr diese Spielreihe? Habt ihr sie gespielt? Habt ihr sie nicht gespielt? Jetzt, wo ihr diese Sprechstunde gehört habt und ihr das Spiel noch nicht kanntet, dann erstmal natürlich sehr vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, dafür, dass ihr das Spiel nicht mal kennt. Habt ihr jetzt Bock, dieses Spiel zu spielen? Oder Leute, die das Spiel kennen, könnt ihr verstehen, warum ich dieses Spiel so liebe? Warum ich diese beiden Spiele so vergöttere? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Lasst uns da gerne mal ein klein wenig drüber diskutieren. Also gut, meine Freunde, das war dann mal meine nächste Sprechstunde für heute. Ich danke euch sehr herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.